Das Mutterschutzgesetz soll die Gesundheit von Mutter und Kind im Arbeitsverhältnis schützen und schwangere Arbeitnehmerinnen arbeitsrechtlich absichern. Darum gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot von mindestens 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt und zahlreiche weitere arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen. Freie Dienstnehmerinnen fallen jedoch nicht unter das Mutterschutzgesetz. Es gibt in Österreich ungefähr 11.000 unselbstständig beschäftigte Frauen, die nicht in den Geltungsbereich des Mutterschutzgesetzes fallen. Das sind die freien Dienstnehmerinnen. Für freie Dienstnehmerinnen gilt weder das Beschäftigungsverbot kurz vor und kurz nach der Geburt, noch die Schutzfrist, noch arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen. Freie Dienstnehmerinnen haben seit 2008 Anspruch auf Wochengeld, allerdings keinen arbeitsrechtlichen Schutz, der damit einhergeht. Im Jahr 2010 haben über 3000 schwangere freie Dienstnehmerinnen Wochengeld bezogen. Wir wissen allerdings nicht, wie viele Frauen Anspruch gehabt hätten, das Geld aber nicht bezogen haben, weil sie weitergearbeitet haben oder weiterarbeiten mussten. Arbeitgeber können schwangere freie Dienstnehmerinnen unter Druck setzen. In unserer Beratung hat sich gezeigt, dass viele freie Dienstnehmerinnen von ihren Arbeitgebern dazu gedrängt werden, weiterzuarbeiten, egal wie ihr gesundheitlicher Zustand ist. Laura Weißenbach hat das während ihrer Schwangerschaft selbst erfahren müssen. Ich war freie Dienstnehmerin in einem Architekturbüro und im 7. Monat habe ich Wehen bekommen und wurde aufgrund dessen vorzeitig in den Mutterschutz geschickt. Und nachdem ich Projektleiterin war, habe ich dann auch im Büro versprochen, dass ich nun zu einem Termin komme, um eine ordentliche Projektübergabe zu machen. Aus diesem einen Termin wurden dann mehrere Termine. Und bei diesen Terminen war ich sehr starken Vorwürfen konfrontiert, sowohl finanzieller Art als auch, dass ich da selbst verschuldet das Projekt in den Abgrund reißen würde, jetzt leicht übertrieben. Und es ist dann so weit gegangen, dass ich wirklich mit Bauch und Wehen im Büro gesessen bin und gesagt habe, wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören mit diesen Vorwürfen, muss ich aufstehen und einfach gehen. Und ich war auch den Tränen nahe. Und ich glaube, Sie hätten gerne gehabt, dass ich über die Mutterschutzfrist dort bleibe und das Projekt bis zum nächsten Milestone einfach fertig betreue. Gesundheitliche Probleme während der Schwangerschaft können für freie Dienstnehmerinnen zu massiven Einkommensverlusten führen. Schwangere Angestellte und Arbeiterinnen haben die Möglichkeit, Arztbesuche während der Dienstzeit zu erledigen und längere Pausen je nach ihren Bedürfnissen einzulegen. Diese Möglichkeit haben freie Dienstnehmerinnen nicht. Bei Ihnen führt ein Krankenstand, ein Arztbesuch oder eine längere Pause sofort zu einer Reduktion des Einkommens, weil Sie diese Zeit dann nicht mehr bezahlt bekommen. Das hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel die Berechnung des einkommensabhängigen Kindergeldes, weil sich das auf das Einkommen kurz vor der Geburt stützt. Schwangere freie Dienstnehmerinnen sind doppelt benachteiligt, einerseits durch die fehlenden Schutzbestimmungen in der Schwangerschaft und danach, und andererseits auch durch den vorprogrammierten Einkommensverlust, auch schon während der Schwangerschaft, aber vor allem auch in der Karenz. Das ist 19. Jahrhundert und steht im großen Widerspruch zu dem, wofür das Arbeitsrecht und das Mutterschutzgesetz geschaffen worden sind. Deswegen fordern wir von der GPA DJB die Einbeziehung der freien Dienstnehmerinnen auch in das Mutterschutzgesetz. Dieses Gesetz muss für alle unselbstständig erwerbstätigen Frauen gelten, unabhängig von ihrem Arbeitsvertrag. Es gibt vieles, für das es sich lohnt, organisiert zu sein.